Oh, ich danke euch, Prinzessin, dass ihr mir Unterstützung für meine Forschung schickt. Dies ist Beweis genug für euer Interesse an meiner Arbeit und meinem historischen Wissen. Als Zeichen meiner Anerkennung lehre ich euch die Nutzung mächtiger Technologien, die von großem Wert für euch sein werden. Bravo, Prinzessin! Der Archivar ist zufrieden und gewährt euch Zugang zu seiner Forschung in den Klöstern. Da ihr nun die Technologiekarte nutzen könnt, solltet ihr ein wenig Forschung betreiben. Erforscht Ballistik. Sie wird euch von Nutzen sein, wenn ihr Raspuns Befestigungen überwinden wollt. Ah ja, okay, wir haben jetzt die Technologiekarte freigeschaltet. Okay. Kloster des Handwerks. Gewaltmarsch, nicht möglich, nicht möglich. Geologie. Wo ist denn da? Ballistik. Ihr habt nicht genügend Geistliche, um diese Technologie zu entwickeln. Beschreibung, Soldaten bewegen sich doppelt so schnell. Euer Priester steigt um eine Stufe. Was haben wir hier? Steinmetze erledigen ihre Arbeit in 40% und Bergleute in 60% der herkömmlichen Zeit. Eigentlich beides ganz nett. Aber ich würde mal sagen, wir beginnen einfach mal da mit dem Gewaltmarsch. Dafür brauchen wir allerdings noch... Wie komme ich hier raus? Ah ja. Öffnet die Technologiekarte, um neue Technologien zu erforschen. Hierfür benötigt ihr Geistliche. Beschafft euch das verborgene Wissen aus den Klöstern. Das machen wir doch mal. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, glaube ich. 3 brauchen wir, glaube ich. Aber ich glaube, für die nächste Stufe brauchen wir 4. Das heißt, wir machen einfach mal direkt 4 Novizen. Und hier muss man noch einen Weg ziehen. Da hätte man mich ja eben unterbrochen. Wie hier fremdes Gebiet. Ach, das reicht nur quasi so bis gerade da dran. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist auch noch... Nee, ist das schon Rasputins Gebiet? Das ist, glaube ich, schon Rasputs Gebiet. Kloster des Handwerks. Kloster der Wissenschaft. Okay. Wie sind wir jetzt? Achso. Ach, das sind die... Ah, die Priester. Nee, Novizen sind es ja. Gar keine Priester, sind ja Novizen. Kann man die dann jetzt entsenden oder wie muss man das jetzt hier? Fremdes Gebiet, ja, ist ja gut. Ups, was? Wendervolle Wissen, Geheimnisse lagern in den Kammern der antiken Bibliothek und harren ihrer Entdeckung. Ja, wir sind ja schon dabei, die Ganze zu lüften. Klickt hier, um mit der Forschung zu beginnen. Ich klicke und es hakt wieder. Yay! Scheiße. Ah. Okay, jetzt läuft's. Dann forschen wir doch mal ein wenig. Währenddessen könnten wir auch schon mal damit beginnen, wieder ein paar Truppen zu rekrutieren. Oder? Ich meine, hier 1, 2 Musketiere, 1, 2 Pikeniere. Dann haben wir 5 Pikeniere und 4 Musketiere. Ich glaube, wir haben letztes Mal sind wir mit 10 Musketieren irgendwie gestartet. Gegen einen solchen Turm. Damals, sage ich schon. Beim ersten Mal, und das hat so gerade, hat das ja gereicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier noch eine größere Armee ausheben, wenn wir hier den Turm zerstören wollen. Aber vielleicht hilft uns ja auch unsere neue Technologie dann dabei. Hier unten wird nicht gebaut. Warum wird dort unten nicht gebaut? Weil die alle damit beschäftigt sind, hier Sachen rumzutragen. Okay, dann brauchen wir vielleicht ein neues Wohnhaus für unsere Siedler. Ne, da unten kommen die Siedler. Haupt- und Spezialgebäude. Große Objekte verursachen geringe Kosten. Kann ich denn hier auch eigentlich noch weiter aufsteigen und hier gesperrt. Ja.
Ja, aber ich denke mal, in der Mission werden wir wahrscheinlich nicht mehr Prestige erhalten können, als wir bisher erhalten haben. Und unsere Priester daggeln gerade mal darunter ins Kloster des Handwerks. Währenddessen unsere Holzfäller hier Hölzerfeld und unsere Jagdhütte jagen gehen. Die Berghütte ist noch in quasi Work in Progress. Wie sieht das hier aus? 3, 2, 1, meins. Fertig. Yay. Nicht möglich. Ihr habt nicht genügend Geistliche, um diese... Sind die denn jetzt verbraucht, die Geistlichen? Sind die jetzt weg? Na klasse. Das heißt, wir müssen hier immer wieder Geistliche produzieren. 1, 2, 3... Und wir sind damit einen weiteren Prestigepunkt bekommen, der uns aber nichts bringt. Wie schön ist das denn? Okay. Ja, wir brauchen mehr bessere Verpflegung. Okay, das würde sich natürlich auch bedeuten, dass es hier sinnvoll ist, wenn wir hier ein Wohngebäude und dann Bäckerei, Papiermühl, Rad machen. Nein. Okay, hier ein gehobenes Wohnhaus errichten wir. Oder habe ich nicht da oben noch gehobene Wohnhäuser, die noch freie Plätze haben? Ja, habe ich. Nein, ich möchte das hier nicht mehr bauen. So, ich möchte hier eine Fleischerei bauen. Vielleicht eine Metzgerei, Mensch. So, heute auch irgendwie schwierig. Die Technologie haben wir jetzt, die vier haben wir. Dann können wir das doch mal erforschen. Andere Spieler können euch noch immer überbieten. Beschreibung: Fernangriffe von Musketieren, Kanonieren und Befestigungen richten 33% mehr Schaden an. Das ist doch mal nicht verkehrt. Wir haben nur noch 5 Goldstücke. Das ist nicht so schön. Wie viel Gold haben wir denn hier noch in der Mine? Wir haben noch 50 Gold in der Mine. Okay, da lohnt es sich eigentlich ja nicht, das hier irgendwie zu beschleunigen, indem wir noch eine zusätzliche... Was haben wir da hinten für ein Problem? Findet er keine Steine mehr zum Abbauen? Oder was gibt's hier? Ach genau, das sind nur noch 7... Mensch, das sind nur noch 7 Steine, das ist natürlich unpraktisch, aber wir haben ja... vorgesorgt. Ja, wirklich abweist. Denn wir haben hier unten ja bereits eine neue Steinmine erschlossen. Die ja für uns arbeitet. Wobei die Metzgerei da hinten zu bauen ist auch eigentlich ziemlicher Mumpf gewesen. Denn wir könnten eigentlich, aber egal, die brauchen ja eh Brot. Das heißt, einer muss immer laufen. Ob er jetzt das Fleisch von unten holt oder das Brot nach unten bringt, das ist jetzt, glaube ich, im Prinzip... gehopst wie gesprungen eigentlich. Wir haben 7 Goldmünzen. Wir haben wie viele Soldaten? 9 haben wir. Wir brauchen aber, glaube ich, noch ein paar mehr. Aber mehr wie Musketiere und Pikeniere können wir eh nicht ausbilden. Und das Spiel hängt wieder. Warum hängt das Spiel immer? Ich weiß es nicht. Ich werde den mal für die nächste Folge, glaube ich, mal versuchen, auf den Grund zu gehen. Aber nicht mehr heute und nicht mehr jetzt. Okay, wir könnten hier einen davon und einen davon noch ausbilden. Mit Hilfe dieser Technologie soll der Raspun ein leichtes Ziel sein. Gebt Acht! Er versteckt sich in den nördlichen Bergen und scheint gut verteidigt zu sein. Findet einen Weg zu ihm und stattet ihm einen kurzen Besuch ab. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Der Drachenorden wird triumphieren. Das werden wir ja sehen. Okay, das ist auf jeden Fall ein schwereres Tor. Da kommen wir nicht so einfach durch. Was... Oh, wir brauchen mehr Wohnhäuser. Wir brauchen mehr Wohnhäuser. Das ist kein Problem. Dann können wir hier unten einfach eins hinsetzen. So, zack. Dann schauen wir uns das mal an. Hier
Hier unten haben wir einen befestigten Turm. Ich weiß gar nicht, wie viele von den Musketieren haben wir denn mittlerweile? Wir haben 5. Letztes Mal waren wir bei 10, wir haben aber jetzt auch 33% mehr Schaden. Ja, stellt sich natürlich die Frage, ob das reicht. Und ob das genügt. Ich würde das ja quasi ja gerade eigentlich mal ausprobieren wollen, ob ich mit 5 das jetzt machen kann, aber ich bin ja so ein kleiner Schisser und wenn ich nicht genau weiß, dass ich gewinnen kann, dann warte ich vielleicht einfach nochmal einen Moment ab. Ansonsten könnten wir auch einfach kurz speichern. Also ich speichere auf jeden Fall mal, bevor wir das jetzt ausprobieren. Und dann versuchen wir das mal mit unseren 5. Das geht. Ob wir damit den Turm erobert bekriegen. Wobei natürlich, wenn wir die Leute jetzt verlieren, wäre das natürlich kacke. Aber dann laden wir einfach neu. Ich will jetzt einfach mal ausprobieren, ob das 5 Musketiere für den Angriff auf so einen Turm reichen. Aha. Ja, genau, wartet noch ein bisschen schießen natürlich, ne? Ja, das wird nichts. Nein, das wird nichts, ich will das jetzt schon. Ja, das wird nichts. Nein, 5 ist zu wenig, glaube ich. Oder? Nein, ich glaube, das ist nichts. Nein. Nein, scheiße. Wobei, der jetzt mehr auszählt irgendwie, ne? Naja, aber das bringt nichts, ne? Also gut, dann sagen wir, wie man spielt. Deswegen haben wir ja gespeichert, ne? Ne, weil ich auch keine Lust habe, jetzt nochmal 5 neue neue Musketiere auszubilden. Nein, wir laden lieber neu. Das war eine nicht ganz so geschickte Aktion. Nennen wir es mal so, ganz vorsichtig. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Gold. Mehr Gold und dann müssen wir mehr einfach mehr Musketiere ausbilden. Das heißt aber, wir sollten auf jeden Fall hier eine zweite Münzprägerchen setzen. Ja, damit das Ganze so ein bisschen auf Vordermann kommt. Damit wir dann das ganze Gold dann auch hier ein bisschen so verarbeiten können. Und ja, dann müssen wir weiter Musketiere ausbilden. Damit die dann halt gegen den Turm bestehen können. Wobei wir dann natürlich noch mal mehr Musketiere brauchen, weil wir ja am Ende müssen wir ja auch noch hier durch die Befestigung. Und das wird, glaube ich, ich glaube, das wird könnte haarig werden. Ob wir das so ohne weiteres denn schaffen können. Haben wir denn hier in dem Gebiet noch eine Goldmine? Das würde mich jetzt mal interessieren, aber ich glaube nicht. Das heißt, wir haben tatsächlich nur diese eine Goldmine in dem ganzen, in unserem ganzen Gebiet. Das ist natürlich irgendwo
unpraktisch, sage ich es mal vorsichtig. Haben wir hier denn Arbeitsgebäude, Verpflegung, Konstruktion? Da oben hat der Rasbun hat eine Goldmine, aber da kommen wir ja nicht ran. Dafür müssten wir erst das das Schloss angreifen, und wenn wir das Schloss angreifen, dann sind wir sowieso ja fertig. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Das ist irgendwie nicht so praktisch. Wir brauchen doch mehr Gold irgendwoher. Wir haben hier unten unsere Goldmine, die ist ja nur noch... Da sind ja nur noch 43 Gold drin. Und da kriegen wir ja gerade mal, wenn, sag ich mal, ein Goldklümpchen aus der Mine eine Münze gibt, dann kommen wir da gerade mal auf, kommen wir gerade mal auf 40... Auf 40, auf 40 Musketiere. So, wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Bauernhof. Ich sehe das schon, denn es fehlt an einfacher Verpflegung. Das heißt, wir bauen hier nochmal zwei Getreidefelder und eine Mühle. Oder hier noch ein Getreidefeld. Oder wir bauen drei Getreidefelder und können hier dann auch noch eine zusätzliche Mühle hinsetzen. Dann können wir auch noch, hier haben wir noch ein Wohngebäude, dann bauen wir hier auch noch eine Bäckerei hin. Weil Fisch, glaube ich, gibt es hier auf der Karte nicht. Aber wir haben auf jeden Fall wieder 4 Gold. Das heißt, wir können da nochmal einen... Nein, hier in der Taverne. Nur einen Musketier ausbilden. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens 5 Musketiere. Dann haben wir so viele, wie wir letztes Mal auch hatten. Und wenn wir die dann auch noch quasi stärker sind als die im letzten Mal. Weil wir haben ja jetzt mit den 33% mehr. Dann... sollte das hinkommen. 5 mal 4 sind 20 Goldstücke brauchen wir dann. Bei 4 haben wir ja noch, das heißt im Prinzip brauchen wir nur noch 16. Das ist immer noch eine ganze Menge, die damit da produziert werden möchte, soll, darf, kann. Und was vielleicht nicht schlecht wäre, wenn wir noch zusätzliche Wohngebäude bauen. Für mehr Siedler. Hat der hier, der hat nichts mehr zu tun. Ist da nichts mehr? Doch, da ist noch eins, aber da ist auch nichts mehr. Das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Dann können wir das hier auch abreißen. Ja. Dann haben wir ja auch im Prinzip alles, was wir jetzt so zur gehobenen Verpflegung verarbeiten können, ja im Prinzip ist auch mehr oder weniger verbraucht. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir für gehobene Verpflegung hier? Für eins nur. Das ist gut. Nur eins, das ist... schön, das können wir uns leisten.